Ich weiß, dass du hier bist. Ist schön. Wohin bist du verschwunden? Rezept für Craxton. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachspaste und zwei Teile Zuckerwasser. Und das war's. Je mehr du von dem echten Zeugs reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen. Und desto weniger ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsverein. Slackjaw. Wo bist du? Bist du in der Lösung? Nein, ich bin nicht in
So, starke Arme. Du kannst andere Personen schneller angreifen. Nehmen wir. Rache, wenn du Schaden erleidest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Falkenangriffe mache ich nicht. Wasserratte, du kannst etwas schneller schwimmen, das ist dann. Ja, hört sich auch gut an. Feuerfest klingt gut. Die Effekte von Kräften werden leicht verstärkt. Wird doch keine weißen Ratten fressen. Freund der weißen Ratten. Weiße Ratten greifen dich nicht an. Das ist auch nicht schlecht. Tja, kommt ganz auf die Kräfte an, die man einsetzt. Jetzt also sagen, dann brauche ich dann bist du die Reichweite anbieten. Von der alten Schabracke eine Rune zu bekommen. Schlüssel, wenn er irgendwo ist, dann wird er garantiert nicht irgendwo sinnfällig und tot, oder? Sinnvolle Motivation. Eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederholen, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, kein Elixier verschütten, keine Kostproben.
Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal gemacht, also mach es wieder. Sie gibt uns jetzt dafür noch ohne. Frei aus. Wir kommen trotzdem durch. Oh, das ist gut. Slack-Jaw später. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Mal gucken. Lass mal sehen, was du ausgesammelt hast. So. Okay. Wie viel Geld haben wir? Das, was ich jetzt gekauft habe, hat nichts mit Waffen zu tun. Gut. 4 von 10. Ich hoffe, wir finden noch ein paar. Sir, das ist mein erster Dienst an einer Lichtwand. Ist das bestimmt sicher? Es ist sicher, wenn du kein Idiot bist. Zu Beginn deiner Wache kommt der technische Offizier mit dem Ladegerät. Du legst deine Hand darauf und dann kann dir die Wand nichts anhaben. Ja, ich meine, ja, Sir. Dann hast du nichts zu befürchten. Aber wenn du hindurchzugehen versuchst, ohne das Ladegerät berührt zu haben, bleibt von dir nicht mal ein Häufchen zum Zusammenfegen über. Das will ich nicht deiner Mutter erklären müssen. Der Hals da ist. Sagen.
Stein geschluckt. Schwert haben wir Pflasterstein auf dem Boden verbracht. Das ist für die Kinder bestimmt auch nicht so super. Hau ab! Wenn nicht. So. Gut. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20 und 2 Elixiere. Sammle noch 25 auf. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden mit Buch. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Hallo, holen wir uns die Waffe. Kämpft wie Scheiße. Hilf mir mal den Arsch. Das wird jetzt. Das wäre erledigt. Da will man ihm einmal helfen und dann das. Speicherstand. So, hier sind wir also. Alt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20 und 2 Elixiere. Sammle mir noch 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden mit Buch. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Ja, sollte sich gegenseitig auslöschen. Ja. Los, das ist dein Ende. Hä? Die waren ja schließlich auch nicht gut. Ja, so was soll's. Verschwendung. Ist das? Ich hab die gerade selbst besiegt, der Trottel. Die KI ist aber immer wieder traumhaft. Da ist sicher jemand.
aufgepasst. Ach. Bist du verschwunden? Schläfst du? Hoch mit dir! Ja, der schläft. Er ist nicht tot. Gleich schlitze ich dich ab. Was passiert? Abschlitzen? Was soll das denn sein? Aufschlitzen kenne ich. Nur eine Frage der Zeit. Das ist zwar jetzt ein verschwendeter Betäubungsfeuer, aber beziehungsweise deren Elixier vergiftet, wenn ich danach nicht zur Luftgrippe gehe. Geil, oder? Ich kann dieses Spiel auch rennen, wie viel Sinn es macht. Steht auf meiner Plattform, gehe ich eigentlich hier hoch. Luftgrippe auf der anderen Seite ist. Geronimo. Halt nicht das gesündeste Essen, was wir zu uns nehmen. Was als nichts. Sonnendrache. Das ist sie ja. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Ja, ich höre es schon. Sie hat die Kekse nicht auf die rechte Seite des Tabletts gebracht. Wahrscheinlich wären wir auch irgendwie anders an die Rune rangekommen. Hätten wir sie vielleicht später kaufen können oder sowas. Aber was soll's. Das tut weder den Chaos-Faktor noch den fortschreitenden Spielverlauf alles. Nicht jetzt, bitte. Aha.
alle wieder da. Du brauchst ein Bad. Stinkst bis hier rüber. Verzieh dich. Corporal Meadows. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist. Aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Komm, ruhig dich. Aber nur der Wind. Das schaue ich mir mal besser an. Ah, diese beschissene Fundlampen. Tack. Von euch ist der Holgerswert. Das ist das hat sich erinnert. Diese Böse. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen hier. Hinter der Lichtwand. Kabelwerkzeug. Oh. Hier aber voll. Ich kann nicht erzählen, weil wir erwachen haben. So. Schuldest du mir nicht einen Drink? Halt's Maul.